weiß jetzt gar nicht, ob ich hier drauf bin. Moinsen erstmal. Wir werden heute mal wieder ein bisschen draußen Morning Walking machen. Also, ich weiß gar nicht, Morning. Das ist schon Nachmittag. Ich muss erstmal hier in meine Bergsteigerstiefel rein. Und dann werden wir gleich mal loslatschen. Die Sonne scheint so richtig gut. Es ist schönes Wetter. Es ist zwar kalt, aber man muss ja mal raus, ne? Ein bisschen was fürs Immunsystem tun. Heute Morgen gab es ja schon frisch gepresste Zitrone und OPC. Jetzt ein bisschen Bewegung. Zwischendurch haben wir schon ein bisschen gearbeitet hier. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und nun geht's raus. Alter, ist das hier vorbei. Hier muss mal jemand streuen. Wer ist denn jetzt zuständig? Wen haben wir denn hier gefunden? Die Schlittenfraktion. Jo, und rückwärts gegen Baum. Das macht Spaß, ne? Ja. Das ist warm hier, muss aufmachen. Die Sonne scheint. Wir haben unser Kind gefunden. Durch Zufall auf der Wanderung hier haben wir unsere Kinder, ein Kind gefunden. Und die rodeln hier auch direkt glatt in den Busch rein, ne? So, jetzt soll es nochmal losgehen. Bin ja gespannt. Da vorne kommen sie jetzt. Okay, das sah gut aus. Wieso hast du keine Handschuhe an? Er wollte vorhin keine mehr haben. Willst du meine haben? Nein, wollte ich nicht. Willst du meine? Wir nennen es ja nicht gleich. Nee? Ich nicht, wenn ihr ständig in Schnee fallt hier. Naja, ihr macht das schon. Wir gehen mal weiter unsere Runde, ne? Ciao, viel Spaß. Ciao, viel Spaß. Ciao. So, warte, jetzt längst gegangen? Nur hierher und dann beginnen wir mit der Seite hin. Wieso? Meine Windseite ist besser zurecht. Nee, aber da blendet mich das so doll. Komm auf die Seite wieder. Was wollen wir denn? Was wolltest du denn sagen? Ein Thumbnail brauche ich. Ach so. So, wir sind jetzt schon wieder ein paar Meter weiter. Und ehrlich, das ist hier so ein geiles Wetter, ne? Blauer Himmel und dann Schnee dazu. Das ist ein super Kontrast. Das sieht so geil aus. Mhm. Also eigentlich möchte man gar nicht hier weg, ne? Und man könnte hier die Liegen aufstellen. Ich wollte gerade sagen, die Wärme sonnt sogar. Also die Sonne wärmt sogar. Mhm. Richtig gut. Aber wir haben noch ein paar tausend Schritte vor uns. Was ist noch los? Ist denn das Ash und der Kumpel? Wir müssen ein paar tausend Schritte noch schaffen. Nee, das ist eigentlich das sind die nicht, ne? Schon im Stimmbruch. Irgendjemand, der dunkel spricht, das sind nicht die Kids. Komm, wir wollen weiter. Okay, los geht's. Wir gehen weiter. Also, ist das nicht schön? Mhm. Wunderschön. Wir haben jetzt hier mal kurz Pause gemacht, weil wir hier einen Vitamin-C-Strauch gefunden haben. Und da sind noch richtig fette Hagebutten dran. Sind das Hagebutten? Also Vitamin C, man kann auch jetzt noch direkt aus der Natur Vitamin C kriegen. Wollen wir die alle abpflücken und mitnehmen? Nein. Okay, dann nehmen wir die erst dann mit, wenn wir nichts mehr haben zu Hause. Genauso wie man sich den Weihnachtsspaziergang vorstellt. Ne? Also so mitten über die Felder, alles voller Schnee, die Sonne scheint und der Schnee knatscht unter den Füßen. Die erzählt da irgendwas. Huhu! Was machst du denn da? Hier mein Blog auf. Ah, ich auch. So, das macht doch immer Spaß hier. Wir müssen jetzt mal ein bisschen weiterlaufen. Wir sind immer noch in der Kälte unterwegs. Aber wisst ihr was? Weißt du auch was, Schnucki? Hier haben wir die Brombeeren gepflückt letzten Herbst. Mhm. So gar nicht so lange her, ne? Mhm. Gerade mal irgendwie 3 Monate oder so. Mhm. Kommt mir vor, als wenn es schon ein halbes Jahr wäre. Ja, stimmt.
Also hier kommen wir dann im nächsten Jahr wieder her zum Brombeer sammeln. Jetzt sind wir da, wo wir früher mit dem Rad lang gefahren sind, zu Fuß. Das bedeutet, unsere Fußmärsche sind größer geworden, ne? Ja. Alter Schwede. Also das ist mal so richtig gut für die Gesundheit, oder? Nein. Schlecht für die Gesundheit? Ja. Kriegt man da Plattfüße von? Oder was? Nein, das ist richtig schön. Also Plattfüße ist ja nun mal auch schlecht. Oh, na gut, also wir latschen hier noch ein bisschen weiter. Vielleicht passiert ja noch irgendetwas. Vielleicht rutschen wir hier aus. Ja. Oder es kommt ein Reh vorbei oder ein Wildschwein. Oh, ein Reh. Ein Wildschwein. Oh. Ey, das können wir mitnehmen dann zum Braten. Mhm. Wolltest du dich jetzt hier durch den Knick durch Sonnen? Das sieht so schön aus mit der Sonne. In der untergehenden Sonne hier noch haben wir ein bisschen Tageslicht. Mhm. Ach, so, und übrigens durch den Wald sind wir auch schon mal ja, durchgefahren. Ne? Verirrt. Verirrung. Ey, du hängst in mir fest. Verknotet hier? Hab ich hier noch einen? Ein Geheimfach. Alter. Was? Warum denn? Was ist das? Ein Fisch. Krass, ne? Warum denn? Also was kann man da rein tun? Geld. Oder was? Eine Zigarette. Doch, ja, wer weiß. Ich rauch auch heimlich, doch. Ich wusste das schon immer. Ja. Jetzt wäre Marie fast hingeflogen, ne? Aber ich habe sie gerettet vor diesem unheimlichen Eis, das hier überall rumliegt. Mhm. Es wird auch einfach hier nicht gestreut und nichts. Aber du hast ja mich dabei, ne? Ich rette dich. Was für ein krasses Schattenbild eben, ne? Ich fand's cool. So, wir haben uns jetzt überlegt, wir werden nicht mehr hier weitergehen auf der Straße, weil da keine Sonne ist, sondern wir werden den Weg auf dem Feld nehmen. Der wird etwas schwieriger sein, aber wir haben dann schön Sonne, ne? Mhm. Gehen wir da mal lang. Hey, nicht so sportlich! Und? Viel cooler hier, oder nicht? Kann man jetzt so eine Bank hinstellen, wo sich hinsetzt. Das ist richtig warm hier, ne? Total warm hinter der Hecke. Oh, ich fange schon an zu schwitzen hier. Alter Schwede. Oh, kannst du mal meine Handschuhe nehmen? Oh, ist das heiß. Oh. So, jetzt mal die drei Haare richten. Und weiter geht's. Nicht sportlich. Das ist doch mal viel schöner, hier lang zu gehen, als da auf der Straße, oder nicht? Das ist aber schwerer zu gehen. Ja, das geht alles durch die Muskeln und wolltest du nicht mal stramme Beinmuskeln haben? So. Ich bin eine Frau. So. Okay. Bei mir schwabbelt das dafür woanders. Das geht hier von weg. Obwohl, das geht hoffentlich hier von weg. Oh, aber das macht doch viel mehr Spaß hier, ne? Ja, guck mal. So viel Natur hier und Schnee und Sonne und blauer Himmel. Warte mal. Oh, wunderschön. Ach, diese Ruhe hier. Man müsste einen Stuhl mitnehmen und dann eine Erbsensuppe aus der Erbsensuppen-Gulaschkanone oder wie das Ding heißt. Wir haben es immer noch nicht geschafft, zum Frühstück am Feld. Okay. Wir werden uns schon beim Mittag eine Erbsensuppe mitnehmen. Hast du so und dann setzen wir uns hier hin. Naja, nicht gerade in den Schnee, aber so. Also wir setzen uns irgendwie hier hin oder man isst hier im Stehen. Nein. Aber eine heiße Erbsensuppe, während das so kalt. Ach nee, ich habe ja irgendwie gesagt, so warm hier. Also während das hier so schön warm ist, vielleicht nehmen wir lieber eine kalte Selta. Ist da jemand auf dem Feld oder sind das einfach nur. Wo? Da ist doch was und da hinten ist auch noch was. Sind das Menschen oder sind das irgendwas anderes? Das eine ist ein Pfahl, das andere ist irgendwie so eine Insel, meinst du das? Nee, was Rotes. Sind keine Menschen? Nee. Ach so. Ich glaube, du musst mal zum Optiker. Ich glaube auch, meine Augen, glaube ich. Vor allem die Brille bestimmt.
So, vor diesem Jägersitz hier haben wir ja schon mal ein Bild gemacht, ne? Da stand das Ding noch. Und nun hat irgendjemand das hingeschmissen. Guck mal, 3:30, aber es ist noch hell. Die Vorweihnachten war das immer so, dass wir um 4 dunkel hatten schon, ne? Echt? Ja. Machen wir mal ein Bild hier von dir. Porträt? Ja. Porträt ist eigentlich immer gut, wenn man den Hintergrund unscharf kriegt. Dafür bist du zu dicht dran, würde ich sagen. Dann machen wir mal. Also einmal hier und. Und einmal Foto. Warte mal, bleib mal so stehen. Mach mal ein Bein hoch da auf den Jägersitz. Das geht nicht. Das war ein Spaß. Ach so. Ja. Hier weiß man immer nicht. Doch, das weiß man. Nee. So, mal von hier noch ein Bild machen. Und vielleicht so, von hier so. Ah, dann kippt mir das Handy nach hinten weg hier. Ich muss mal die Kamera ausmachen. Wir sind immer noch unterwegs. Die Sonne geht langsam unter. Hier, da haben wir den Sonnenuntergang. Und da oben, ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann, ein Flugzeug und da ein zweites. Die sind beide auf Kollisionskurs. Wir müssen jetzt hier stehen bleiben. Und wir stehen genau unter der Explosion gleich, ne? Kann man das sehen da, das Flugzeug und das? Okay, wir gehen mal weiter. Wir müssen hier weg. Wir fahren gleich die Trümmer runter. So, und da oben, der eine hat es doch noch geschafft. Der ist ein bisschen schneller. Ich glaube, der andere fliegt auch ein bisschen höher. Der ist höher, der andere. Nee, also der jetzt nach da fliegt, fliegt runter. Und der drüber. Auch wir gehen weiter. Sehen, ne? Ich habe extra die Kamera umgestellt hier, dass ich ein bisschen besser da oben was filmen kann. Dann kurz nochmal hier einmal einen Rundumblick nehmen. Leute, es ist jetzt gerade mal so ein paar Minuten später. Ja. Ups, da oben ist schon wieder ein Flugzeug. Und es wird ruckzuck dunkel. Und kalt. Und kalt. Also, das ist mal richtig spannend. Wie viele Stunden waren wir jetzt draußen? 3? 2. Es waren bestimmt schon 3. Nee, wir waren um 14 Uhr. Wenn nicht Uhr sogar raus. 4. Nein, 2 Stunden waren wir jetzt unterwegs. Zurück jetzt. Bestimmt jetzt. Manchmal ist 2. So, und jetzt hast du gesagt, das sieht hier so schön aus. Ja, ich finde es so schön, dass diese gefrorenen Sträucher, die sind, geglückt haben. Einmal ein bisschen Deko eingefroren. Das war's. Kommt das Gras? Ja, naja, Pampasgras ist ja nicht, aber halt Gras. Ich dachte, ich sag jetzt einmal so ein Fremdwort: Pampasgras. Keine Ahnung, was das ist. Wie heißt das Gras hier? Pampasgras. Ist ja krass. Nein, das ist kein Gras. Er ist voll Pampasgras, ey. Das ist nur Gras. Guck mal da hinten. Die Farben da so, ne? Ja, Regenbogen. Wir sind auf der Zielgeraden und es wird immer noch dunkler und dunkler und dunkler. Gleich ist es stockdunkel. Mir kommt das so vor, als wäre den ganzen Tag heute unterwegs ja, gewesen. Ja, ne? Total lange, ne? Echt. Also, und es wird langsam kalt, hatte ich eben schon gesagt, ne? Ja. Gleich werden wir mal schön den Ofen anmachen und dann gibt es lecker was zu essen. Essen, genau. Weihnachtsessen. Ja, genau. Was gibt es denn so zum Weihnachtsessen? Ich habe mir gedacht, Hähnchenkeulen mit Kartoffeln und hier. Das typische Puten. Oder also. Kroketten. Oder ja, das machen wir. Wie heißt es dann nochmal? Das machen wir. Rotkohl. Kroketten. So ein typisches zweites Weihnachtstagessen. Ja, genau. Alleine. Oder? Ja, also Ash ist da. Max und Chrissy sind nicht da. Na gut, so. Wir sind zu Hause angekommen. Und jetzt beginnt hier unser Weihnachtsessen. Ja. So, Schnucki, du hast hier schon das Blech, was wollte ich sagen, aus dem Ofen geholt. Und ich werde das Ding mal anzünden hier. Wir wollen ja hier das auch noch mal ein bisschen warm haben und dafür werde ich jetzt den Ofen mal anzünden. Ich stelle mal kurz das Ding hier zur Seite. So. Mehr gar nichts. Alles dunkel. Okay, dann brauchen wir mal ein bisschen mehr Licht. So, geht das jetzt? Perfekt. Okay, da drinnen baue ich mir jetzt erstmal hier so ein kleines Zelt. Also, das heißt Zelt, da werden so ein paar Holzstücke da an die Seite gestellt. Und dann, das ist so groß, also hier noch einzeln.
Und hier noch eins. So. So, und da unter kommt dann hier so ein bisschen Papier oder Pappe. Und dann warten wir mal, bis das angebrannt ist. Da oben kommt noch ein bisschen Holz drauf. So, hier noch ein bisschen. Und noch so ein bisschen. Und jetzt ist das auch schon fast fertig. Wir warten, dass das ordentlich ankugelt. Was machst du da, Logi? Ich esse gerade einen Riegel. Ich warte, bis du es anmachst. Das ist so Handy an, oder? Ja, Kommentare muss ja nochmal gucken. Okay, was steht da so? Nichts. Kein Kommentar. Also, ich werde jetzt erstmal weitermachen. So, das ist jetzt schon mal so ein bisschen mehr geworden hier. Das Feuer brennt, dann kommt ja auch schon mal ein bisschen mehr Holz rein. So, eins. Und hier nochmal eins. Und da kommt. Krass. So. Okay, die Kamera war ein bisschen schief. Ich glaube, das macht nichts, ne? So, das lassen wir jetzt mal ein bisschen einkugeln hier. Dann brauchen wir hier mal so ein bisschen mehr als 200 Grad. Und dann geht's mit dem Kochen los. Das Feuer ist schon mal hier ordentlich am Lodern. Und wie viel Grad haben wir? Es ist jetzt ungefähr 5 Minuten später, ne? Mal gucken. Was haben wir hier? Also 100 Grad. Brauchen wir noch mal 2-3 Minuten, dass wir auf 200 kommen. Und dann kann unser Futter da rein. Futter, geh da rein. Futter. Ja, hier, komm, bring, jag das Futter da rein. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare, die ihr bei TipTap geschrieben habt. Ich habe alles gelesen. Es war so süß. Viele haben geschrieben, was sie geschenkt bekommen haben. Ist alles los durchgelesen? Naja, also überflogen. Ja. Okay. Auch heute Morgen aber auch schon gelesen, weil wir haben gestern auch ein Video hochgeladen, ne? Hast du ja selber das Video noch gar nicht angeguckt, ne? Das heutige nicht, das gestrige schon. Mit dem Weihnachtsmann. Ich gebe mir sowas von Mühe immer mit dem Video, ne? Ja. Und meine eigene Frau guckt das nicht. Das stimmt nicht, das gucke ich. Der Weihnachtsmann Kulturbanause. Nein, der Riegel war übrigens sehr lecker. Bäh. So, also wir warten jetzt mal hier, dass wir auf 200 Grad kommen. Ich laufe hier die ganze Zeit mit meiner Leuchte rum. Also, das Feuer ist im Gange und wir haben 200 Grad erreicht. Schnucki, kannst loslegen, das kann rein hier. Oh, es ist kalt hier. Was? Wie kalt? Es ist so heiß hier. So, warte, ich mache die auf hier. So. Das wird lecker. Und jetzt muss ich nochmal schnell hier in die Garage, weil mein Schnucki sagt, sie braucht einen Apfel für ihren Apfelrotkohl. Und wir hatten ja hier im Herbst ganz viele Äpfel eingelagert. So sehen die übrigens aus. Sie sind ein wenig schrumpelig geworden. Aber sie sind noch, naja, verschimmelt sind sie nicht. Und wenn man, ui, der ist aber richtig weich hier. Der wird demnächst schimmeln. Also und die Boskop-Äpfel, von denen ich eigentlich dachte, dass die so richtig gut halten, die sind richtig weich. Na gut. Am 8.10. gepflückt. Jetzt kommt er in den Rotkohl. So, und wenn mein Schnucki jetzt da das Essen fertig macht, werde ich hier noch mal ein wenig ein Video hochladen. Ich hatte ja vorhin noch angefangen, ein Video bei mir zu schneiden. Und dann wollten wir auf einmal los, konnte ich nicht mehr hochladen. Also, das mache ich jetzt nur schnell. Das Essen steht auf dem Tisch. Also, hier gibt es hier so eine Kartoffelecken und dann diese gebratenen Füße und Kroketten und alles aus unserer Küchenhexe hier. Ach, hi. Hallo. Was sagst du zum Essen? Ist gut? Ja. Gutes Weihnachtsessen? Ja. Und natürlich leckeren Rotkohl hier. So, dann guten Appetit. Das Essen, das war ja mal so, so lecker, ne? Das ist, als wäre man ins Restaurant gegangen. Nur eben ohne den Stress, der da dran haftet. Also, leckeres Essen gehabt, am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Weihnachtsspaziergang gehabt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was das hier in der Glotze gibt. Beziehungsweise Glotze gibt es ja nicht mehr. Wir gucken ja hier immer schön Netflix. Aber mal sehen. Also, da muss ich jetzt mal kurz rein. Und dann wird hier schon was vorgeschlagen. Das will ich aber nicht sehen. Das haben wir gestern gesehen. Also hier das hier. Moment. Das hier. Don't Look Up. Absolut krasser Film. Der war richtig gut.
Was ist hier? Verrückt nach Fixie? Kein Plan, was das ist. Naja, mal gucken. Mein Schnucki will ja mit mir nicht The Walking Dead gucken und ich bin, glaube ich, immer noch nicht bis zum Ende durchgekommen. Mal sehen, wann ich das nachhole. Das wär's. Also, Video zu Ende und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.